Guten Abend, willkommen zu Odysseu. Stellen Sie sich mal folgendes Szenario vor. Ein Mensch verunglückt und ist so schwer verletzt, dass es um Leben und Tod geht. Und er braucht dringend Hilfe. Aber der Notarzt kommt zu spät. Ich möchte das wirklich nicht erleben, aber leider passiert das immer wieder. Und darum geht es heute bei uns, um Menschen, die nach einem Unfall, nach einem Herzstillstand oder Schlaganfall in großer Not sind. Und um die Ärzte und Sanitäter, die schnell zur Stelle sein müssten, die das aber nicht immer schaffen. Wie schnell sind professionelle Retter am Unglücksort? Das hat ein Redaktionsteam des SWR zum ersten Mal für jede Gemeinde im Südwesten recherchiert. Die Ergebnisse gucken wir uns später mal an. Und so viel kann ich Ihnen vorab verraten. Es sieht in manchen Regionen nicht gut aus. Wir haben alle Daten online für Sie aufbereitet. Wie und wo Sie die finden, dazu wie gesagt später mehr. Als erstes geht es jetzt zu einem Unfallschwerpunkt in die Verbandsgemeinde Adenau am Nürburgring. Dort sind die Wege lang und das Personal ist knapp. Wie ist dort schnelle Rettung möglich? Ein Motorradfahrer ist verunglückt. Angeblich ist er schwer verletzt. Hier in der Hocheifel sind die Wege für Notarzt Martin Schiffhardt und sein Team lang. Wahrscheinlich ein Beteiligter im Moment. Und auch hier müssen wir jetzt mal gucken, was uns da erwartet. Ist von der Strecke her, und das sind die Sachen, die vielleicht, die wir so kennen, das ist eine Strecke, wo man nicht unbedingt mit einer hohen Geschwindigkeit fahren kann. Das heißt aber auch nichts. Also man kann sich natürlich da trotzdem gut verletzen auch. Geradeaus durch. Nach rund 15 Minuten ist der Arzt am Unfallort. Okay, da rechts in die Ecke. Hallo. Was passiert? Einfach runtergefallen oder gestürzt mit dem Motorrad? Der 55-jährige Fahrer ist ansprechbar. Er klagt über starke Schmerzen. Okay, gibt einen kleinen Pieks. Martin Schiffhardt spritzt ihm ein Mittel dagegen, das auch nur er als Arzt verabreichen darf, wegen der Nebenwirkungen. So, denken Sie an was Schönes. Das gibt jetzt gleich so ein bisschen ja, Träume. Einfach mal an was Schönes denken, an den Urlaub oder den Grund, warum Sie hier sind. Irgendwelche Allergien bekannt? Nee, okay. Okay. Einer führt den Arm ein bisschen mit von eurer Seite. Kommst du neben mich bitte? Wir greifen übereinander. Stopp. Schulter. Okay. Okay, wir drehen zusammen, ja? Okay, dann müsst ihr schnell runterschieben nachher. 1, 2 und 3. Drunter. Der schwer Verletzte hat mehrere Rippen und Finger gebrochen. Eine Schulter ist quasi zertrümmert. Ob er weitere Verletzungen hat, etwa innere Blutungen, lässt sich noch nicht sagen. Inzwischen hat er das Bewusstsein verloren. Sie müssen einmal rausgehen in der Mitte. Ja, aber Ich hab. Ist gut. Von der anderen Seite gerade mithelfen, bitte. Wunderbar, danke. Gut. Schnauf noch? Ja, schnauf noch. Gut. Jetzt heißt es so schnell wie möglich nach Adenau ins Krankenhaus. 77, 96er Sättigung. Jo. Im Rettungswagen kommt der Schwerverletzte wieder zu sich. Wie ist es mit den Schmerzen jetzt im Moment bei Ihnen? Im Moment noch zufrieden. Boah, langsam, Leute! Langsam! Die Operation wird der Patient gut überstehen. Notfallmedizinisch hätte es für ihn kaum besser laufen können. Auch weil ein Notarzt relativ schnell an der Unfallstelle war. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Oder doch nicht? Die Verbandsgemeinde Adenau ist ein Unfallschwerpunkt. Auch wegen der Nähe zum Nürburgring, der viele Autofans und Hobbyrennfahrer anzieht. Eigentlich sollte hier ein Notarzt Tag und Nacht verfügbar sein. Doch bis vor etwa anderthalb Jahren war der Notarztstandort mehr als ein Drittel der Zeit nicht besetzt. In Adenau selbst und in den Nachbardörfern erinnern sich die Menschen nur ungern an diese Zeit. Und vor laufender Kamera darüber reden, das fällt erst recht schwer. Immerhin, einer macht es dann doch und berichtet von seinem Bruder, dessen Schreie er an einem bitterkalten Novemberabend plötzlich von draußen hörte. Sein Bruder lag, zugeschüttet und schwer verletzt, in einer Baugrube. Sofort wurde der Rettungsdienst alarmiert. Und dann? Als erstes ist die Feuerwehr da gewesen. Und dann kam der RTW. So. Und nach über einer Dreiviertelstunde kam dann der Notarzt.
Vorher, ohne Notarzt, konnte der Bruder auch nicht geborgen werden. So harrte er aus, in Todesangst und mit Schmerzen. Mit Folien hat man ihn zugedeckt, damit er nicht so friert. Aber das, was man brauchte, das hat er nicht bekommen. Und das waren Schmerzmittel? Das waren Schmerzmittel, die vom Notarzt verabreicht werden dürfen. In dieser Dreiviertelstunde, sagt er, hätte sein Bruder dreimal sterben können. Doch er hat überlebt. Es hat gut gegangen und er kann wieder laufen. Wenn es jetzt anders ausgegangen wäre, dann würde man natürlich nicht so einfach hier stehen und sowas erzählen. Müssen sich Menschen, die auf dem Land leben, vielleicht einfach damit abfinden, dass die notfallmedizinische Versorgung hier Lücken hat? Nein, sagt Notarzt Martin Schiffert. Der gebürtige Adenauer hat sich dem Problem angenommen und ein Projekt mitinitiiert. Es heißt Unser Notarzt. Finanziert wird es vor allem über Spenden aus der Bevölkerung. Das Geld ermöglicht Fortbildungen und Trainings, die von den Krankenkassen nicht erstattet werden. Dank des Projektes ist der ländliche Standort Adenau inzwischen auch für junge, angehende Ärzte attraktiv. Die schätzen vor allem das Trainingsangebot. Und Personalmangel in der Notarztversorgung, den gibt es hier seitdem nicht mehr. Martin Schiffert hofft, dass die notfallmedizinische Versorgung auf dem Land auch in Zukunft gesichert ist. Er weiß, Geld ist nicht unendlich vorhanden, aber dass man in diesem Bereich spare, sagt er, sei nicht nachvollziehbar. Das ist genau wie ein brennendes Haus, da muss schnell die Feuerwehr dahin. Bei Kriminalfällen muss die Polizei dazu und im medizinischen Notfall gehört ein Notarzt mit einem Rettungsteam zusammen an den Einsatzort. Und zwar so schnell wie möglich. Der Notarzt kann also rechtzeitig da sein, aber ich finde es schon ein bisschen befremdlich, dass man dazu Spenden aus der Bevölkerung braucht. Mehr zur Situation in Adenau und zu Mängeln in der Qualifikation von Notärzten später. 2016 verunglückten in Deutschland 3.200 Menschen im Straßenverkehr tödlich. Die Zahl ist kaum vergleichbar mit der, die am Anfang unserer Zeitreise steht. Wir gehen mal ins Jahr 1969. Da waren es rekordverdächtige 16.000 Verkehrstote und 500.000 Verletzte durch Verkehrsunfälle. Damals musste man im Notfall noch die jeweilige Rufnummer des örtlichen Roten Kreuzes anrufen. Und vielen wurde genau das zum Verhängnis. Es gab weder rund um die Uhr besetzte Rettungswachen noch eine einheitliche Notrufnummer. 1973 gab es dann den ersten Durchbruch. Der Notruf 112 wird getestet und auch an den Autobahnen werden die Notrufsäulen errichtet. Aber es dauert noch viele Jahre bis zu einem einheitlichen Rettungssystem, bis etwa Rettungshubschrauber in Ulm und in Stuttgart eingesetzt werden und auch Kliniken für die vielen Notfallpatienten gerüstet sind. Um die Jahrtausendwende wird die Ausbildung von Rettungssanitätern professioneller und es beginnt die spezielle notärztliche Ausbildung. Immer noch gibt es rollende Intensivstationen, das heißt, die Menschen werden am Unfallort stabilisiert. Heute beschränkt sich die Behandlung am Unfallort ja auf lebenserhaltende Maßnahmen und die schnelle Vorbereitung des Patienten für die Notaufnahme in der Klinik. Also, wir haben gesehen, ein langer Weg bis zum heutigen Standard der sogenannten Rettungskette. Das sind Stationen, die ein Patient im Notfall durchläuft. Und perfekt funktioniert die Rettungskette so. Die Rettungshauptwache. Hier ist meist auch die Leitstelle, wo die Notrufe über die 112 ankommen. Von hier werden die Rettungskräfte alarmiert, die in Rufbereitschaft auf den Rettungswachen in der Region auf ihre Einsätze warten. Kommt es zu einem Notfall, läuft die Zeit. Ab dem Notruf sollten die Retter nach spätestens 10 Minuten am Einsatzort sein. Dafür wird der Rettungswagen alarmiert, der am schnellsten dort sein kann. Die Leitstelle kann derweil versuchen, einen Ersthelfer anzuleiten, damit der Patient nicht ohne jede Hilfe ist. Außerdem alarmiert sie, wenn nötig, einen Notarzt. Notarzt und Rettungswagen treffen sich am Einsatzort. Im Südwesten brauchen sie dorthin oft länger als die geforderten 10 Minuten. Schlecht für die Patienten, denn mit jeder Minute schwinden die Überlebenschancen. Der Rettungswagen kommt meist zuerst an und die Notfallsanitäter können loslegen, bis der Notarzt da ist. Gemeinsam stabilisieren sie den Patienten so, dass er transportiert werden kann.
Denn außer lebensrettenden Sofortmaßnahmen ist vor Ort wenig möglich. Der Patient muss schnellstmöglich in ein geeignetes Krankenhaus. Bei lebensbedrohlichen Notfällen reicht eine kleine Klinik oft nicht aus. Dann wird die Zeit knapp, denn eine Stunde nach dem Vorfall sollte der Patient spätestens in einer größeren Klinik sein. Denn nur die größeren Kliniken haben beispielsweise eine Stroke Unit für Schlaganfälle oder ein Herzkatheterlabor für Herzinfarkte. Damit ist die Rettung aber nicht etwa abgeschlossen. Auch jetzt zählt noch jede Minute. Ohne Verzögerung muss der Patient therapiert werden. Das klappt in vielen Kliniken oftmals nicht. Dann gehen wieder wertvolle Minuten verloren. In der gesamten Rettungskette kann es haken. Vom Notfall bis zur richtigen Versorgung im Krankenhaus. Und bei uns im Südwesten hakt es in der Rettungskette noch viel zu oft. Ja, es hakt unter anderem daran, dass die gesetzlich vorgeschriebenen Fristen hinter den medizinisch wünschenswerten Fristen, und da reden wir von 10 Minuten, hinterherhinken. Das Rettungsdienstgesetz in Baden-Württemberg lässt bis zu 15 Minuten zu, in Rheinland-Pfalz sogar mehr als 15 Minuten. 15 Minuten, und das ist nur die Fahrzeit, die Alarmierungszeit ist in Rheinland-Pfalz noch gar nicht mit drin. Was heißt das eigentlich im Ernstfall? Wir gucken noch mal nach Adenau in die Eifel. Wären 15 Minuten vergangen, bis ihn Hilfe erreicht hätte, wäre Willi Thiessen, Vater von 10 Kindern, heute vermutlich tot. Ein früher Abend im April. Also der Papa kam von der Arbeit abends gegen 6 Uhr und war eigentlich ein ganz normaler Tag. Der Papa war gut gelaunt, hat nur erzählt, dass der Tag ein bisschen anstrengend war. Wollte sich gerade ein Bier aufmachen und irgendwann, ich habe das gar nicht realisiert, hat die Mama angefangen, so ein bisschen zu schmunzeln und hat auf meine Nachfrage gesagt, der Papa wird Scherze machen. Da habe ich gemerkt, dass der Hund unterm Tisch ein bisschen unruhig ist. Habe dann halt gemerkt, dass er keine Scherze macht, dass irgendwas nicht stimmt. Ihr Vater sitzt in sich zusammengesackt am Tisch. Habe ihn dann versucht, mit der Mama zusammen in die stabile Seitenlage zu legen, was sehr schwer war in der engen Küche, weil mittlerweile auch mehr dann in der Küche waren durch die Panik, die ausgebrochen ist. Irgendwann war dann auch kein Herzschlag mehr da. Ich hatte angefangen mit der Herzdruckmassage. Dann kam zum Glück der Florian. Er ist ja Soldat und hat da mehr Erfahrung, hat dann weitergemacht. Der Notarzt, der sofort alarmiert wurde, sei nach 8 Minuten da gewesen. Für mich waren die 8 Minuten gefühlt 8 Stunden. Ich habe halt auch weniger helfen können, weil ich einfach so panisch war und meinen Vater da gesehen habe. Das war für mich das schlimmste Bild, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Mein Mann, der ist sehr lange noch in der Küche reanimiert worden. Die haben den auch ein paar Mal unter Strom gesetzt. Also man hat dann immer nur gehört, zurücktreten und zack, wieder hochflogen, Klatsch, wie der dann wieder aufkam. Und also das war ganz schrecklich. Die Wiederbelebung gelingt schließlich. Der Familienvater aus Adenau übersteht den plötzlichen Herz-Kreislauf-Stillstand ohne bleibende Schäden. Außer die, die ich vorher hatte. Nee, zum Glück keine bleibenden Schäden. Und mir geht es gut. Ich bin jetzt etwas, ja, man geht ein bisschen besonnener um, aber wir sind nicht überbehütet oder sonstiges. Ich habe jetzt einen Herzschrittmacher. Ich richte mich ein bisschen danach, aber er schränkt mich kaum ein. Ich kann wieder Vollzeit arbeiten gehen. Und ja, mir geht's gut und ich bin froh, dass ich hier sein kann. Mit einem gut trainierten Notarzt im Rettungsteam sei die Überlebenschance beim plötzlichen Herz-Kreislauf-Stillstand deutlich höher, sagt Dr. Martin Schiffert. Auch dieser Notfall hier erfordert ärztliche Eingriffe. Macht die Bauchzulatz von uns noch? Nee, Moment. Ein Kind hat sich nach einem Sturz Arm und Bein gebrochen. Wie heißt der Hase? Darf ich den kurz auf die andere Seite hier hinlegen? Hasi heißt er. Ein Kindernotfall, sagt Martin Schiffert, sei selbst für einen erfahrenen Notarzt immer eine Herausforderung. Schon das Setzen der Infusionsnadel in die feinen Gefäße ist schwierig. Auch die richtige Dosierung von Medikamenten. Und erst die Beatmung, die in diesem Fall aber nicht nötig ist. All das sind Dinge, die Notärzte regelmäßig trainieren sollten.
der Vergleich zu anderen Berufsgruppen, dass andere Berufsgruppen trainieren, zum Beispiel Menschen, die an Atomreaktoren arbeiten, in der Luftfahrt arbeiten oder in Hochsicherheitsbereichen, dort ist das eine Selbstverständlichkeit. Diese Selbstverständlichkeit in die Medizin zu übertragen im Sinne der Patientensicherheit ist absolut sinnvoll. Das nichtärztliche Rettungsdienstpersonal muss regelmäßig trainieren. Standardarbeitsabläufe werden jährlich geprüft. Für Notärzte gibt es dagegen keine Fortbildungs- und Trainingspflicht in der Notfallmedizin, was manchmal zu Problemen bei der Zusammenarbeit führt. So wurde auch schon mal hier in Adenau ein Notarzt aus dem Rettungswagen geschickt, weil dieser es partout nicht hinbekam, den Atemweg eines jungen Mannes nach einem Verkehrsunfall zu sichern. Die Rettungsassistenten haben es dann letztlich allein gemacht. Die Kollegen haben es geschafft. Das hat sicherlich dann auch dem Patienten das Leben gerettet, muss man sagen. Hat bei uns aber hier eine Riesendiskussion auch losgetreten im Nachgang der Einsatz. Wir haben das besprochen, auch in der Nacht noch. Und das war für mich die Initialzündung, zu sagen, dass wir dieses Problem der Versorgungsqualität ganz aktiv angehen müssen. Hat ein Arzt in Rheinland-Pfalz einmal die Fachkunde Rettungsdienst gemacht oder die Zusatzbezeichnung Notfallmedizin erlangt, braucht er sich in diesem Bereich nie wieder fortzubilden und darf sein Leben lang als Notarzt arbeiten, sogar noch im Greisenalter. Warum sind die Anforderungen an Notärzte nicht höher? Schließlich geht es hier um Menschenleben. Treffen in der Leitstelle in Landau mit dem Verantwortlichen aus dem Innenministerium. Andreas Hitzkes hat den Rettungsdienst in Rheinland-Pfalz gut im Blick. Die Qualifikation der Notärzte dagegen weniger. Das haben wir jetzt im Moment aber auch nicht so wirklich auf dem Schirm, weil wir da relativ wenig Probleme gemeldet bekommen. Wenn da jetzt permanent irgendwelche Missstände auftauchen würden, würde man logischerweise diesen Arzt aus der Notfallrettung entfernen. Und das, sagt er, sei dann Aufgabe der ärztlichen Leiter, die in Rheinland-Pfalz für die medizinischen Belange im Rettungsdienst zuständig sind. Der ärztliche Leiter hier in Koblenz berichtet, dass es immer mal wieder Beschwerden über Notärzte gibt. Ihm seien da aber die Hände gebunden, weil er gar keine Personalverantwortung habe. Erst kürzlich habe er versucht, einen Notarzt, über den es immer wieder Beschwerden gäbe, loszuwerden. Vergebens. Dieser Notarzt hat sich dann juristisch dagegen gewandt, hat gesagt, das entspricht einem Berufsverbot. Die zuständige Behörde hat dann den Bescheid zurücknehmen müssen. Das heißt, wir haben da keine Einwirkmöglichkeit, außer zu sagen, gut, wir haben es gesagt und wenn jetzt was passiert, sind wir nicht mehr verantwortlich. So bleibt es jedem Notarzt selbst überlassen, wie er sich fortbildet und wie gut trainiert er für den Notfall ist. Dr. Martin Schiffert aus Adenau wünscht sich höhere Qualifikationsanforderungen für Notärzte. Denn nur dann ist es nicht mehr vom Zufall abhängig, ob ein Patient notfallmedizinisch gut versorgt ist oder nicht. In Rheinland-Pfalz gibt es keine Fortbildungspflicht im notfallmedizinischen Bereich und es gibt auch keine Hilfeleistungsfrist für Notärzte. Wir haben es ja schon gehört, da reicht es laut Rettungsdienstgesetz, wenn der Rettungswagen nach 15 Minuten Fahrzeit da ist. Wie sieht es denn genau in der Realität im Südwesten aus? Hier haben wir ihn, den Südwesten. Wir wollten dem nachgehen. Ein Team von Wissenschafts- und Datenjournalisten des SWR hat über Monate recherchiert, hat hunderte Anfragen an Behörden, an Organisationen und an Verantwortliche im Rettungsdienst gestellt. Ein Ergebnis vorab: In mehr als 1200 Gemeinden werden die Zeiten, die im jeweiligen Rettungsdienstgesetz stehen, immer wieder überschritten. Katastrophenschutzübung im letzten Herbst. Bei solchen Gelegenheiten demonstriert der Rettungsdienst gerne, wie schlagkräftig und gut organisiert er arbeitet. Hilfsorganisationen und Landesregierung wollen den Bürgern zeigen, ihr seid gut versorgt. Aber stimmt das? Wir haben Zweifel. Denn aktuelle Qualitätsuntersuchungen zeigen massive Mängel in der Rettungsdienstversorgung auf. Oftmals kommen die Helfer erst sehr spät zum Einsatzort. Und selbst vermeintlich einfache Dinge wie der Transport eines Patienten in ein geeignetes Krankenhaus gelingen längst nicht immer. Wo es schlecht läuft, daraus machen die Verantwortlichen ein Geheimnis. Das wollen wir ändern. Wir setzen ein Rechercheteam auf das Thema an, beginnen Daten zu sammeln. Im Rettungsdienst wird sehr viel elektronisch dokumentiert. Wir fordern von den Innenministerien und von mehreren Dutzend Behörden und Ausschüssen Zugang zu diesen Daten. Ein zähes Unterfangen.
Denn erst einmal stellen sich alle quer. Im Grunde fehlen jetzt noch 2, 3 Daten, die Sie nicht angegeben haben. Und da wollte ich noch mal nachhören. An Transparenz ist im Rettungsdienst niemand wirklich interessiert. Teilweise wurde ich noch spät abends angerufen von Regierungsbeamten, die mich unfreundlich gefragt haben, was das überhaupt soll. Da war schon auch eine leichte Einschüchterung dabei, die da versucht wurde. Und wir haben aber hartnäckig weitergefragt und nach knapp 4 Monaten Arbeit lagen dann auch alle Daten vor. Unsere Datenexperten beginnen mit der Auswertung. Von den Behörden wurden bislang immer nur allgemeine Angaben zum Rettungsdienst veröffentlicht. Für größere Regionen. Wir aber wollen wissen, wie sieht es in den einzelnen Kommunen aus? Wie sieht es denn jetzt aus, wenn wir uns die Gemeinden anschauen, also wenn wir die Zahlen von 2016 nehmen? Dann haben wir im Südwesten über 6 Millionen Einwohner in diesen roten Gemeinden, in denen die Hilfe zu oft nicht so schnell kommt, wie gesetzlich eigentlich vorgesehen. Und wie ist es, wenn wir stattdessen die medizinisch wünschenswerte Zeit ansetzen, also die 10 Minuten. Dann wird die Karte rot, dass 4 von 5 Notfällen auch in 10 Minuten versorgt werden. Das klappt nur in den blau gekennzeichneten Gemeinden. In den roten Gemeinden leben 10 Millionen Menschen und da klappt das nicht. Ja, ist der Großteil der Bevölkerung, ne? Flächendeckend. Ja, das heißt, dass das, was gesetzlich erfüllt wird und das, was medizinisch wünschenswert wäre, das klafft meilenweit auseinander in beiden Bundesländern. Das sieht man ganz deutlich an den beiden Karten. Blau ist das, was gesetzlich erfüllt wird. Und rot zeigt ganz deutlich, dass medizinisch sinnvoll nicht flächendeckend versorgt werden kann. Ein ernüchterndes Bild. Vielerorts reißt der Rettungsdienst die ohnehin schon niedrigen Hürden der gesetzlichen Vorgaben im Südwesten. Und die medizinisch sinnvolle und deutlich härtere Vorgabe, nämlich mindestens 4 von 5 Notfallpatienten binnen 10 Minuten zu helfen, schafft der Rettungsdienst bei uns nur in wenigen Städten. Mit unserer Analyse kann man jetzt erstmals gucken, wie gut bin ich bei mir vor Ort versorgt. Das heißt, ich kann wirklich einen Ort eingeben und erfahre dann anhand von Zahlen und Fakten, wie schnell der Rettungsdienst bei mir vor Ort ist, wie schnell ich in eine Klinik komme. Und das ist erstmalig, das wollten die Behörden bisher so in dieser Art nicht veröffentlichen. Schuld am schlechten Abschneiden sind, nach unseren Analysen, übrigens nicht etwa die Helfer selbst, sondern die massive Überlastung durch unnötige Einsätze. Und dafür sind vor allem die Strukturen verantwortlich, in denen die Helfer arbeiten müssen. Wie es bei Ihnen vor Ort, in Ihrer Gemeinde oder in Ihrer Stadt aussieht mit den Eintreffzeiten der Rettungsdienste, können Sie sich im Internet angucken. All die Daten haben die Kollegen aus der Wissenschafts- und Datenjournalismusredaktion für Sie aufbereitet. Gehen Sie einfach ins Netz und rufen Sie die Seite swr.de/Hilfe im Notfall auf. Da finden Sie eine Suchmaske und in die Suchmaske geben Sie dann Ihren Ort oder Ihre Gemeinde ein und dann bekommen Sie sofort alle für Sie relevanten Daten, also die durchschnittlichen Eintreffzeiten von Rettungswagen und die von Notarzt und auch die Transportzeiten zur Klinik. Die Kollegen haben natürlich auch bei den politisch Verantwortlichen nachgefragt und da kam dann oft als Antwort, naja, es gäbe ja seit einiger Zeit das Berufsbild des Notfallsanitäters, der sei besser ausgebildet als die Rettungsdienstassistenten und wenn der beim Patienten wäre, dann sei der doch schon mal ganz gut versorgt. Stimmt das denn? Dem sind wir im rheinland-pfälzischen Bad Sobernheim nachgegangen und wir sind dabei noch auf etwas anderes gestoßen. Einsatz in Bad Sobernheim. Der Notfall liegt quasi um die Ecke. Innerhalb weniger Minuten sind die Notfallsanitäter vor Ort. Sehr schön. Ein Mann hat starke Schmerzen im Rücken- und Bauchbereich. Er kann sich kaum noch bewegen. Hi there. Hello. My name is Philip. Für Notfallsanitäter Philipp Köhler ist schnell klar, hier wird ein Arzt gebraucht. It's pain in the back. Here? Über die Leitstelle fordert er den Notarzt nach. Hi, der 6381 hier. Einmal NRF zur Einsatzstelle. Ja, danke, tschüss. So, can you tell him? I'm a paramedic. Bevor der Notfallsanitäter dem Patienten die Infusionsnadel setzt, braucht er dessen Einverständnis und informiert ihn darüber, dass er kein Arzt ist. It hurts a little bit, okay?
Okay, that's it. Die schmerzstillenden Medikamente darf er nur vorbereiten. Verabreichen darf er sie nicht. Ich würde ihm gerne was geben, aber die SOP gibt es halt im Moment einfach nicht her. Ne? Wir sind grundsätzlich froh, dass wir was an der Hand haben. Wir haben die Medikamente auch schon alle gerichtet. Also das Novalgin, das ist sowieso ein ärztliches Medikament, was aber bei dem Bild meistens in Kombination gegeben wird. Und das heißt, sobald der Arzt eintrifft, können wir das auch machen. Nur wir müssen uns halt einfach an den Katalog halten, was auch völlig okay ist. Und genau, deshalb haben wir alles getan, was wir bis jetzt tun konnten. Nach rund 10 Minuten kommt der Notarzt. Erst jetzt bekommt der Patient etwas gegen seine starken Schmerzen. Wegen möglicher Nebenwirkungen dürfen die Mittel hier nur von einem Arzt und eben nicht von Notfallsanitätern oder Rettungsassistenten verabreicht werden. Für die Patienten hat das manchmal unangenehme Wartezeiten zur Folge. In diesem Fall ging es noch relativ schnell, auch weil der Rettungswagen quasi sofort am Einsatzort war. Das ist aber nicht immer so. Bad Sobernheim hat eine DRK-Wache direkt im Ort. Trotzdem braucht der Rettungswagen in dieser überschaubaren Kleinstadt bei jedem fünften Notfalleinsatz mehr als 15 Minuten, bis er beim Patienten ist. Laut Gesetz braucht er demnach zu oft zu lange. Warum? Für 2 Tage dürfen wir Notfallsanitäterin Konstanze Kontny und Notfallsanitäter Philipp Köhler begleiten. Und dann sehen wir mal, was der Tag so bringt. Unser erster Eindruck, hier geht es eher ruhig zu. Und die meisten Einsätze, die wir begleiten, sind ohne Blaulicht. Infusionsbestecke, 5 Stück. Warum braucht der Rettungswagen hier im Notfall zu oft zu lange? Klar, wenn der Rettungswagen einen Notfallpatienten ins Krankenhaus fährt, ist er wegen der weiten Wege hier lange unterwegs. Und in dieser Zeit für andere Notfälle nicht verfügbar. Wir erfahren außerdem, dass der Rettungswagen auch Krankentransporte fährt, also Transporte, für die es gar keinen Rettungswagen gebraucht hätte. Das ist gesetzlich erlaubt, solange die Hilfeleistungsfrist eingehalten wird. Wie oft ist der Rettungswagen hier im Krankentransport unterwegs? Zumindest der Wachenleiter sollte das grob einschätzen können. Doch diesbezüglich äußert er sich eher vorsichtig. Ja, also ich meine, es ist natürlich, fahren wir auch im Rettungswagen Krankentransporte. Ja, das alles andere. Natürlich fahren wir da auch Krankentransporte, aber es ist natürlich die Mischung. Es ist, Mischung heißt 50-50? Ich kann da wirklich keine Zahl sagen. Das ist auch alles sehr subjektiv, wäre auch sehr subjektiv gefärbt. Und das bringt. Ja, das bringt ja aber nichts. Das ist ja, subjektiv heißt ja immer, ich kann das nicht wirklich belegen. Und was ich nicht belegen kann, kann ich natürlich auch schwer so offiziell rauskommunizieren. Das wundert uns. Denn alle Einsätze sind dokumentiert. Und wenn Sie wollten, könnten Sie es ausrechnen. Von der zuständigen Rettungsdienstbehörde bekommen wir später Zahlen. Demnach waren in 2016 mehr als die Hälfte der Fahrten, die der Rettungswagen hier übernommen hat, Krankentransporte. Außerdem soll, so die Behörde, hier in Bad Sobernheim demnächst noch ein zusätzlicher Krankentransportwagen stehen. Dass Rettungswagen auch Patienten fahren, die gar keine Notfallpatienten sind, das ist ein Problem im Rettungsdienst, aber es ist durchaus legal. Ein weiteres Problem ist definitiv der Personalmangel, der immer mehr dazu führt, dass Rettungsmittel, also Einsatzwagen, einfach stillstehen, weil es eben kein Personal gibt. Wir wollen das noch mal ganz klar sagen. Das ist keine Verfehlung von Sanitätern, Assistenten oder Notärzten. Die sind hoch motiviert und auch engagiert mit Herzblut dabei. Aber die können auch eben wenig ausrichten gegen die Belastungen des Rettungssystems in Baden-Württemberg. Wer sind denn die großen Player in diesem System? Um das zu erfahren, haben wir einen ehemaligen Feuerwehrmann befragt. In der Feuerwehr gibt es klare und transparente Strukturen. Seit geraumer Zeit ist Hermann Schröder, ehemals oberster Feuerwehrmann in Baden-Württemberg, nun auch für den Rettungsdienst zuständig. Und der tickt ganz anders als die Feuerwehr. Vielleicht kann der Rettungsdienst von der Feuerwehr lernen?
Hier kann man das Land mit landesweiter Planung vielleicht voranbringen, dass wir auch nicht diese Abgrenzung zwischen den Bereichen haben, die Grenzen etwas weicher und etwas durchgängiger machen. Hier können wir sicherlich im strategischen Bereich noch wesentliche Verbesserungen erzielen. Landesweite Planung? Das gibt es noch nicht? Wie funktioniert der Rettungsdienst in Baden-Württemberg? Man nehme die Leistungserbringer. Deutsches Rotes Kreuz, Malteser und Johanniter und den Arbeiter-Samariter-Bund. Die vier stemmen fast den gesamten Rettungsdienst im Land. Am größten und mächtigsten dabei das DRK mit über 80% Marktanteil. Dazu kommen die Kostenträger, die den Rettungsdienst bezahlen. Das Land? Quatsch, das zahlt zu wenig, können wir weglassen. Die Kosten werden fast komplett von den Krankenkassen getragen. Und federführend, groß und mächtig ist hier die AOK. Wer plant den Rettungsdienst? Das Land. Bisher eher nicht. Geplant wird von den Bereichsausschüssen. Die sagen, wo das DRK und die anderen Hilfsorganisationen ihre ganzen Rettungswachen, Rettungswagen und so weiter hinstellen sollen. Damit legen sie auch fest, was die AOK und die anderen Kassen dafür bezahlen müssen. Wer bestimmt in den Bereichsausschüssen? Das Land? Die Kommune? Nein, bestimmen dürfen hier nur zwei. Die Leistungserbringer und die Kostenträger. In der Regel DRK und AOK. Die kontrollieren sich selbst. Selbstverwaltung. Heißt echt so. Dann gibt es noch die Rechtsaufsicht. In der Regel die Landratsämter und Regierungspräsidien. Die beobachten den Rettungsdienst, aber nicht direkt, sondern nur über die Bereichsausschüsse. Das Innenministerium hat die Oberaufsicht. Endlich hat das Land auch mal was zu tun. Was im Rettungsdienst tatsächlich los ist, das kann die Aufsicht nicht direkt sehen. Dafür müsste sie in den Rettungsleitstellen sitzen. In der Rettungsleitstelle läuft alles zusammen. Hier kommen die Notrufe an, hier wird entschieden, ob ein RTW, ein Rettungswagen, los muss oder ein KTW, ein Krankentransportwagen. Vielleicht Notarzt dazu? Und bei jedem Einsatz werden Daten gespeichert. Wer die Macht über die Rettungsleitstellendaten hat, der weiß, was abgeht. Natürlich das Land. Nur ein Witz. Direkten Zugriff auf die Daten hat das DRK. Klar. Das DRK betreibt nämlich auch fast alle Rettungsleitstellen. Den größten Marktanteil im Rettungsdienst hat das DRK. Es sagt über die Leitstellen, wer wohin fahren soll. Natürlich immer fair gegenüber den kleineren Mitbewerbern. Es hat die Kontrolle über die Einsatzdaten. Es kontrolliert sich selbst, zusammen mit der AOK, in den Bereichsausschüssen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Verrückt. Diese Strukturen waren für Feuerwehrmann Schröder bei seiner Amtseinführung, naja, gewöhnungsbedürftig. Er will das alles auch nicht ganz so undurchsichtig lassen. Also wir können als Innenministerium nicht direkt in die Daten reingehen. Deswegen haben wir uns, weil wir dort eine größere Transparenz wollen, haben wir uns die SQR, das heißt die Qualitätssicherungsstelle, hier im Land eingerichtet. Diese Qualitätssicherungsstelle liefert uns dann die Daten, auch medizinische Daten. Also die sind für uns quasi so der Goldstaub, aus dem wir dann anschließend unsere Entscheidungen herbeiziehen auf Landesebene. Ui, Landesebene, jetzt wird's heftig. Es gibt nämlich 34 Rettungsdienstbereiche und auch fast so viele Leitstellen. Und jeder Rettungsdienstbereich plant so vor sich hin. Und ganz zentral wird das geplant? Vom Land? Nein, bislang eher gar nicht. Das Land könnte zwar, macht es aber bislang nicht. Drum ist alles so schön bunt hier. Gut 50 DRK-Kreis- und Ortsvereine und die anderen Hilfsorganisationen. Und jeder bestimmt im Grunde für sich, wie er das so macht. Wie die Autos ausschauen, was die so dabei haben, was das Rettungspersonal so macht. Einheitliche Standards? Natürlich nicht. Verrückt. Vielleicht ganz gut, dass jetzt mal ein Feuerwehrmann kommt. Ich bin Feuerwehrmann. Wir haben gelernt, wir müssen erst die Lage feststellen. Bei uns gibt es einen Führungsvorgang. Da
Dann wird beurteilt und wird Entschluss gefasst und dann wird der Befehl gegeben, so wird es gemacht. Die SQL ist ein super Instrument, die hat jetzt die Lagefeststellung, die wissen genau, was los ist. Bloß sie ist momentan noch an keiner Phase in die Planung mit eingebunden. Und das ist eigentlich absurd. Also dort haben wir ein Wissenspotenzial, das verloren geht. Und wir könnten uns ganz gut vorstellen, diese SQL noch zu erweitern mit den Kompetenzen und dort landesweite Planung hinzubekommen, um dieses Wissen dann umzusetzen. Also Effizienzerhöhung, Erhöhung der Sicherheit bei den Bürgerinnen und Bürgern, das ist Ziel von unserer landesweiten Planung. Also wir sind an diesen Überlegungen dran, wir sind in den ersten Phasen, wir müssen auch die Partner dort mitnehmen. Und dann muss man sicherlich auch mit allen reden, was die Aufgabe der Bereichsausschüsse dann sein wird. Uiuiui. Das wird eine Umstellung für die Selbstverwaltung im Rettungsdienst, wenn man sich plötzlich nicht mehr stumm oder taub stellen darf. Weil die drei Löwen plötzlich die Augen aufmachen. Hermann Schröder will die Leitstellen also unter staatliche Leitung stellen. Möglicherweise ein erster Schritt für mehr Transparenz im Rettungswesen. Denn bisher fehlt ein radikaler politischer Veränderungswille. Es fehlen klare Zuständigkeiten und es gibt, mal vorsichtig ausgedrückt, unterschiedliche finanzielle Interessen. Ein großes Potenzial für Reformen und für eine stärkere Professionalisierung des gesamten Hilfeleistungssystems liegt eben in diesen Leitstellen, also da, wo die Unmengen von Notrufen ankommen und verarbeitet werden. Beide Bundesländer haben zu kleine und zu viele Leitstellen und deshalb können Prozesse nicht optimal gesteuert werden. Das wird bei sogenannten Massenanfällen von Verletzten besonders deutlich. Oktober 2016, B27 in der Nähe von Mössingen. Der Unfall ist für uns ein großes Ereignis gewesen, weil das natürlich uns alle sehr betroffen gemacht hat. Vor allem Dingen unsere Einsatzkräfte waren sehr betroffen, weil die Mutter ja verstorben ist von den Kindern und dass die jetzt alle vollweisend sind, die Kinder. Die Mutter war mit ihren 5 Kindern ungebremst in ein Stauende gefahren. Es kam zu einer Massenkarambolage mit 3 weiteren Fahrzeugen, die teils in Flammen aufgingen. Die Mutter starb noch an der Unfallstelle, ihr 11-jähriger Sohn wenig später im Krankenhaus. Insgesamt werden bei diesem Unfall im Herbst 2016 12 Menschen verletzt, ein sogenannter Massenanfall von Verletzten. Der Rettungsdienst hat für solche Großschadenslagen spezielle Abläufe. In Tübingen ist Lisa Federle dafür verantwortlich. Sie ist die ärztliche Leiterin und leitende Notärztin des DRK. Der leitende Notarzt kommt bei einem Massenanfall von Verletzten dazu. Wenn es über 5 Verletzte sind, wird er normalerweise mit alarmiert. Und seine Aufgabe ist dann zu koordinieren. Also ich gehe dann nicht als Notarzt hin und versorge die Patienten, was natürlich jedem Notarzt schwerfällt. Weil ich bin ja für Patienten da, sondern ich muss dann eigentlich nur noch koordinieren. Wie das laufen soll, wird heute trainiert. Katastrophenschutzübung im letzten Herbst. Ein Busunfall. Rund 50 Verletzte. Ein Bilderbuch-Manf. Massenanfall von Verletzten. Die Retter müssen sich zuerst einen Überblick verschaffen und dann die Patienten sichten. Wer ist nur leicht verletzt? Wer braucht dringend Hilfe? Und vor allem, bei wem geht es um Leben und Tod? Das sind die sogenannten roten Patienten. Okay, einer eingeklemmt bisher. Wie sieht es im Bus aus? Hast du Rückmeldung? Nein, noch nicht. Außer die sind. Okay, wir haben einen roten, der ist quasi schon draußen, der ist noch nicht in Ablage. Ja? Klar ist, alles, was gehfähig ist, was alles laufen kann, zur Ablage. Dort wird die Ablage aufgerichtet. Gell? Also ich muss entscheiden, wo kommt der Patient hin, in welches Krankenhaus, wie viele Patienten sind es, wie viele Mittel brauchen. Ich arbeite mit dem Orgel dann ganz eng zusammen, das ist der organisatorische Leiter. Und wir managen dann quasi diesen Einsatz. Das heißt, wir sorgen dafür, dass noch Autos nachgefordert werden, dass vielleicht auch noch Notärzte nachgefordert werden oder dass eben Plätze oder ein Hubschrauber noch kommt oder gucken, dass wir die Patienten in Krankenhäuser pflegen, auch im Umkreis, wenn beispielsweise mal eine Klinik gar nicht alle aufnehmen kann. Bei der Übung klappt das alles toll. Hubschrauber, Rettungsfahrzeuge ohne Ende. In der täglichen Praxis aber läuft es längst nicht immer so. Die leitenden Notärzte etwa haben meist keinen festen Dienstplan. Es kommt, wer kann. Und ein spezielles Fahrzeug haben sie oft auch nicht. Mitunter sind sie deshalb erst da, wenn das meiste schon gelaufen ist.
Oder sie werden erst gar nicht alarmiert, weil die Retter nicht merken, dass sie es mit einem Massenanfall von Verletzten zu tun haben. So war es auch bei dem katastrophalen Unfall, bei dem die Mutter und eines ihrer 5 Kinder starben. Bei der Massenkarambolage gab es 12 Verletzte. Aber ein MANF-Alarm wurde nie ausgelöst. Viel zu wenige Rettungskräfte waren vor Ort. Im Unfallchaos behielt keiner der Helfer den notwendigen kühlen Kopf, um sich erst mal einen richtigen Überblick zu verschaffen. Das ist die Einsatzstelle. Mhm. Und dieses Auto, das brannte, dieser Caddy hier, der ist dann ungebremst auf das Stauende, das sich dann irgendwo hier in diesem Bereich befunden haben muss, ungebremst aufgefahren. Das, was eben der Fall war, war, dass von diesem Auto die Kinder, bis auf das eine 11-jährige Kind, alle ungefähr 100 Meter weiter in eine Bushaltestelle transportiert wurden. Die haben die da rausgenommen und sind mit denen dann dorthin gegangen. Und das war an der Einsatzstelle niemand bekannt. Also wir haben im Grunde alle Dokumente hier genauestens geprüft. Und weil wir natürlich auch zuerst gedacht haben, wie kann denn sowas passieren? Aber das Ergebnis war, dass keiner Führungskraft, die vor Ort war, im Grunde die Dimension von der Anzahl im Verlauf klar wurde. Auch andere Verletzte fanden die Helfer erst später, abseits der Unfallstelle. Der Tod von Mutter und Sohn wäre auch mit mehr Einsatzkräften nicht zu verhindern gewesen. Dennoch, für die 12 Unfallbeteiligten waren nur 6 Rettungs- und Krankenwagen da. Es hätten mindestens doppelt so viele sein müssen. Für jeden Verletzten ein Rettungswagen. Wenn wir das alles gewusst hätten, hätten wir natürlich in der Alarmierung und in dem, was wir an Einsatzkräfte, leitender Notarzt, organisatorischer Leiter da alarmiert hätten, hätten wir das anders dimensioniert. Ja, auf jeden Fall. Aber was die Versorgungssituation anging, hat niemand da davon irgendwo einen Schaden erlitten. Das war aber eher Zufall. Glücklicherweise war keiner der anderen Unfallbeteiligten lebensgefährlich verletzt. Sonst hätte das Chaos unter den Rettern fatale Folgen haben können. In Tübingen haben sie darauf reagiert. Der Nachfolger von Rainer Wietzenmann hat einiges verändert, etwa das elektronische System der Leitstelle. Das macht nicht nur automatische Vorgaben für die Alarmierung bei einem Massenanfall von Verletzten, sondern löst bei bestimmten Stichwörtern automatisch eine interne Alarmierung aus und unterstützt so die Disponenten. Vor allem auch durch diese Ergänzung weiterer Technik wie dieser SMS-Alarmierung oder auch der Alarmdepesche per E-Mail. Auch da gibt es ein Stichwort, ist es bereits hinterlegt, dass der organisatorische Leiter informiert wird. Ja, und so habe ich natürlich eine Sensibilität für alle diese Ereignisse. Der organisatorische Leiter ist bei uns eben hier tatsächlich 365 Tage im Jahr im Dienst etabliert. Dann auch nochmal nachzufühlen, benötigt das Ereignis eine besondere Unterstützung. Oder muss man eben organisatorisch tatsächlich noch andere Maßnahmen ergreifen? Auch für die Rettungskräfte am Einsatzort gibt es neue Standards, neues Equipment und strenge Vorgaben zur Sichtung, damit nichts übersehen wird. Der Rettungswagen kommt hin an die Einsatzstelle, dass ich zunächst eben eine Lageaufsicht durchgebe, also der Leitstelle bestätige beispielsweise, ja, Verkehrsunfall, 2er PKW, Frontalzusammenstoß. Wir haben hier augenscheinlich 7 Verletzte, dass auch im Hintergrund die Alarmierung adäquat läuft. Und dann erfolgt eine schnelle Vorsichtung, ja, dass der Notarzt, wenn er eintrifft, weiß, okay, das sind schlussendlich rote Patienten. Auf die muss ich jetzt mal meinen Schwerpunkt legen in der Nachsichtung. Ja. Und das Ganze hat auch zur Konsequenz, dass ich da natürlich wieder eine Lagemeldung generieren kann. Und es ist tatsächlich damit eingeflossen, ja, um einfach auch, sage ich mal, auf solche Ereignisse besser vorbereitet zu sein. Denn wenn es drauf ankommt, muss die Rettungsmaschinerie laufen wie ein Uhrwerk. Und die Kräfte vor Ort müssen jederzeit den Überblick haben, damit aus einem Massenanfall von Verletzten keine Katastrophe wird. Also, wir sehen, Zeit ist der alles entscheidende Faktor, wenn es darum geht, Menschenleben zu retten. Je schneller es möglich ist, zu helfen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit für jeden von uns, mit den optimalen Chancen aus einer schlimmen Situation wieder rauszukommen. Das war's von Odysso. Ich erinnere Sie nochmal an unseren Internetauftritt, odysso.de. Und wenn Sie dann hinten noch ein /
Hilfe im Notfall ranhängen, dann kommen Sie zu unserer großen Datenanalyse. Da, wie gesagt, alle Daten des Südwestens gesammelt. Geben Sie Ihren Ort oder Ihre Gemeinde ein. Und dann können Sie gucken, wie es im Notfall bei Ihnen aussieht. Bis bald. Tschüss.